So. Fuck you. Ja, wir haben es auch schon gleich irgendwie verkackt hier. Und werden das aber trotzdem schaffen. Zack. 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 Ach. Immer verkacken wir an dieser Stelle. Oder ein bisschen früher bei den Stacheln. Das nervt mich mit der Benachrichtigung. Die hat mich jetzt gerade irritiert. Es war die Schuld der Benachrichtigung, dass ich jetzt gestorben bin. Das war nicht meine Schuld. Ich habe aufgepasst. So. Und rüber. Ich sollte wirklich aufpassen, ich sollte wirklich gucken, ich sollte... Ach, die Scheiße. Oh. Ja, diese Kristalle, die halten uns doch zusätzlich auf. Vielleicht hätten wir doch was Einfaches spielen sollen. Statt Jana Sisters irgendwie so weit wie Portal. Ist ja super easy. Na, ohne Rätselfaktor. Oder Tetris hätte man auch spielen können. Wäre wenigstens super einfach gewesen. Ah, diese Hasen. Ah, die Flüssigkeit steigt aber auch nicht mehr weiter. Das ist schon mal gut. So, wir sind hier rüber. Oh Gott. Ah, hier runter ist wirklich voller Gefahren. Okay. Da steht ja auch extra noch ein Schild. Na, und ich springe auch noch. Ich dumme Sau. Naja, es hätte ja klappen können. So. Und rüber. Ach, fick dich doch. Du alte Arschkrampe. Ha. Das hätte man jetzt nicht gedacht, dass ich das schaffe. Selbst ich hätte jetzt gedacht eigentlich, dass ich hier elendig verrecke. Wie so eine alte Kackwurst. So. Okay, komm rüber. Dahin. Naja, hat gereicht. Runter? Nee. Scheiße. Naja, ich sollte wirklich mal auf die Schilder hören. Ich glaube, man hat die nicht umsonst erfunden. Oh, oh, oh. Okay. Ah! Man sollte auch Stacheln beachten. Wofür macht man eigentlich diese Stacheln? Ich beantworte euch diese Fragen gerne, aber erst im nächsten Leben. So. Hier runter. Ha. Das ist wieder super easy. Wechsel-Action.
Knöpfchen drücken und gut ist. Naja. So, da hinten erwarten uns. Aha, Stacheln. Ein Tor. Und Stacheln. Ich will da durch. Ups. Ups, ups, ups. Ach, Gottchen. So. Ah. Ich denke immer nicht daran, dass da noch irgendwie solche Dornen sind. Ich sollte es mal nicht vergessen. Jetzt bin ich wirklich schon mal gelandet, wollte dieses Vieh töten und ich hätte es sein lassen sollen. Okay, ich glaube, das Vieh sollten wir auch mal sein lassen. Okay. Hey, wir haben uns eigentlich ganz gut geschlagen jetzt hier. Aha. Lass uns mal von der Eule nicht ablenken. Immer ruhig, Brauner. Immer ruhig. So, und ich sehe gerade, weil ich muss ja die Facecam-Aufnahmen immer noch umwandeln. Die eine Facecam-Aufnahme ist umgewandelt. Ich weiß jetzt nicht, wo wir hier landen. Ist das der richtige Weg? Falls das der richtige Weg ist zum Ziel, dann will ich ihn noch nicht fliegen. So, nee, weil ich muss ja meine Facecam-Aufnahmen immer umwandeln, weil ich nehme ja im MP4-Format auf, rendern tue ich das Ganze dann schlussendlich dann im WMV-Format, Windows Media Video-Format und, damit das dann alles so ein bisschen zusammenpasst, weil, ich habe die Spieleraufnahme im M2TS-Format, und damit das einigermaßen zusammenpasst und nicht dann ewig braucht zum Rendern oder irgendwie sonst wie Kacke ist, wird ganz einfach auch geguckt, dass ich auch scheiße. Es geht da oben tatsächlich lang. Aua. Ist da was? Oh. Oh. Nee, wisst ihr was? Damit das dann halt auch nicht in drei verschiedenen Formaten ist, macht man das dann ganz einfach auch so. Upsi. Ach. Macht man das ganz einfach auch so, da ja sowieso im MP4-Format ein ganz massiver Qualitätsverlust vorhanden ist, dass man das Ganze dann eben,
ja schon mal vorher umwandelt. Vom MP4-Format dann ins WMV-Format. Das spart mir dann hinterher nämlich einiges an Arbeit und hilft mir dann natürlich auch dabei, eine qualitativ hochwertige Folge liefern zu können. Anders als wenn ich das dann schlussendlich dann im MP4-Format rendere und einfach mich anhand der Handyaufnahme orientiere. Weil die sollte ja nicht maßgeblich sein für das Format hinterher. Auch wenn klar das MP4-Format ziemlich weit verbreitet ist, die Qualität lässt aber zu wünschen übrig beim H264-Codec. Und deswegen nutze ich eben auch nicht das MP4-Format, sondern eben das WMV-Format. Es ist eben bei mir schon Standard. Während andere eben im MP4-Format rendern. So, man muss eben gucken, dass man da so ein paar Prioritäten setzt. Und wie gesagt, das WMV-Format ist nicht unbedingt größer. Ein bisschen schon. Es dauert auch ein Müh länger, das zu rendern. Aber das ist wirklich auch so das geringste Übel an der ganzen Sache. Ach komm. Ja, das ist wirklich auch so das geringste Übel. Und deswegen nutze ich es eben immer wieder. So. Okay, ich glaube, ich komme hier auch irgendwie hoch. Okay. Wow. Sehr interessant, was uns hier erwartet. Diese Gewitterwolken zeigen uns quasi so ein bisschen den Weg. Es ist spannend. Es ist wirklich spannend. Oh. Ups. Ups. Wir dürfen uns hier nicht allzu viele Fehler erlauben, weil wir müssen ja nun auch wirklich noch gucken, dass wir auch zum Ziel kommen. Oh. Wir sind hier mitten reingeflogen irgendwie. Ach so. Gott. Ach, wir müssen den Hebel nochmal umlegen. Okay. Nichts leichter als nicht das. Okay. Hahaha. Ha, ha. Scheiße. Okay. So. Ah. So. Wir suchen uns hier jetzt einen geeigneten Weg nach oben. Und dann werden wir zusehen, dass wir nochmal die Eulen entlang fliegen. So.
Upsi. Ha. Haben wir ja nochmal Glück gehabt. Wir müssen hier nochmal durchkommen. Okay. So. Wieder ab nach oben. Und dann sind wir auch bald... Oh, wir sind bald bei einer Stunde. Und... So. Upsi. Ha. Gut, dass wir das hier noch rüber geschafft haben eben. So. Was mich jetzt interessieren würde... Nee, hier gehen wir jetzt mal nicht rüber. Na, ist egal. Ob wir da jetzt mal einen Kristall nicht haben oder... In China fällt ein Sack Reis um, das ist ja nun egal. Geht's hier runter? Ja, es geht da runter. Aber auch nur einmal. Dann nie wieder. Ups. Nein. Ups. So ein Level dauert wirklich länger, als ich dachte. Ups. Hat uns ein wenig zerfetzt. Okay, wir müssen gucken, dass wir uns hier ein bisschen am Leben halten. Wir müssen so auf die Plattform drauf. Wir müssen uns ducken. Dann springen wir auf diese Plattform. Scheiße. Wir müssen uns wirklich eine Zeit lang auf dieser einen Plattform halten, glaube ich. Sonst schaffen wir das nicht. Wir switchen einfach ein bisschen hin und her. Ah. Ja, das war ja Mädchenkram. Gerade. Und das nicht. So. Upsala. Ja, von so Mädchenkram lassen wir uns hier gar nicht ablenken. Oh. Okay. Nochmal Mädchenkram hier. Und schöne Sache. Einmal rüber. Nein! Nein! Ja, diese Sendung.